Der Fisch riecht immer am Kopf zuerst. Oder so wie der Herr, so das G'scher, sagt man bei den Hundebesitzern. Heißt, wenn du Chef oder Chefin bist oder wenn du zuständig und verantwortlich für eine Gruppe oder eine Organisation bist, dann denk immer daran. Energie fließt immer von oben nach unten. Heißt, so wie es dir geht, so wie du beieinander bist, das heißt, ob du strahlst oder nicht, wenn du klar bist, wenn du eine klare Vision hast oder wenn du überhaupt keine hast, wenn du komplett planlos oder orientierungslos bist. Also immer das eine oder das andere. Wenn du in deinen Schuhen steckst, wenn du deine Stärken lebst oder wenn du in den falschen Schuhen steckst und wenn du deine Schwächen lebst, dann denk immer daran. Energie strahlt immer von oben nach unten. Das heißt, Energie fließt von dir in die gesamte Organisation. Ob das 3 Mitarbeiter sind oder 50.000, Energie fließt immer von oben nach unten. Und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen orientieren sich immer an der Führung. Wenn die Führung gut ist, wenn der Kopf vom Fisch gut riecht, dann riecht das gesamte Unternehmen, die gesamte Organisation sehr gut. Wenn der Kopf stinkt, wenn die Führung nicht gut ist, dann stinkt das gesamte Unternehmen und die gesamte Organisation.